meine letzte Beratung war nicht so gut, deswegen war auch der Schuh zu groß für mich. Was macht für dich eine gute Beratung aus und was sind für dich die wichtigsten Merkmale für eine gute Beratung? Eine gute Beratung macht im ersten Mal aus, dass man sich erstmal deinen Fuß anschaut. Mhm. Es geht mal noch gar nicht so groß um den Schuh, sondern darum, was brauchst du überhaupt? Brauchst du einen breiten Schuh, einen schmalen Schuh? Was ist überhaupt die richtige Größe? Also das kann man zum Beispiel sehr gut heutzutage digital messen, was überhaupt deine Schuhgröße ist. Was brauchst du überhaupt für einen Schuh? Dann kannst du natürlich einfach im Laden, auch über so eine Teststrecke zum Beispiel, kannst du den Schuh mal probieren, hast ihn einfach längere Zeit an, kannst unterschiedliche Modelle kurz hintereinander probieren, wo du dann auch den Unterschied wirklich direkt merkst, dass du auch wirklich für dich einfach den richtigen Schuh findest, welcher auch bei dir am Fuß dann auch perfekt passt, nachdem wir die richtige Größe und so ermittelt haben. Das heißt, diese ganzen ollen Holzdinger, wo ich mich irgendwo gerade reinstelle und so eine Skala kommt runter, die gibt es gar nicht mehr. Was ist jetzt das für ein futuristisches Ding? Hier können wir mit Kameras und Druckplatte genau die Größe von deinem Fuß messen, auf einen Millimeter, und sehen auch genau, wo dein Standfuß ist, wo du viel Druck hast, wo du wenig Druck hast, wie wir das ausgleichen können. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass du dann den richtigen Schuh kriegst, der auch einfach dann zu deinem Fuß passt. Also Fuß ist nicht gleich Fuß? Auf jeden Fall. Was für Füße gibt es denn überhaupt? Da gibt es kurze und breite oder lange, schmale. Das ist ganz unterschiedlich. Dann gibt es Überbeine, dann Körpergewicht spielt natürlich eine Rolle. Ob jemand ein bisschen schwerer ist oder leichter, auch bei der Schuhfindung ist das entscheidend. Und natürlich ganz wichtig, wo du überhaupt den Schuh anziehen willst. Willst du eher ein bisschen wandern mit dem Schuh? Magst du eher schon den Berg? Kommt ganz drauf an, wofür du den brauchst. Wenn ich jetzt in diese Feedbox einsteige und du suchst mir sozusagen oder du misst die richtige Größe, wie viele Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, Schuhe zu kaufen? Sind es dann am Schluss ein oder zwei Schuhe oder sind es am Schluss 10? Ich würde es mal begrenzen auf zwischen 3 und 4, die dann wirklich auch zu deinem Fuß passen. Und dann merkst du auch gleich, du schlupfst rein und hast gleich dieses Gefühl, boah, der passt noch besser. Also du hast eigentlich durchgehend das Gefühl, dass jeder Schuh schon der richtige für dich sein könnte. Das heißt, du versprichst mir hier hoch und heilig, dass mein neuer Schuh passen wird. Mit Sicherheit. Basti, ich höre immer von Leuten mit breiten Füßen, die Probleme haben, einen geeigneten, einen passenden Schuh zu finden. Gibt es da einen Hersteller, der eine ultimative Lösung hat? Ja, gibt es. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Firma Meintl. Mhm. Die haben ein ganz bestimmtes System, das heißt Comfort Fit System. Mhm. Und so wie der Name das schon sagt, ist das ein System. Das ist nicht nur ein Bauteil oder eine Eigenschaft in dem Schuh, das ist eine komplette Eigenschaft, die sich durch den ganzen Schuh zieht. Also ein Rundum-System. Das ist so, dass der vorne breiter ist, hat eine breitere Sohlenbasis, bietet aber auch viel Volumen nach oben. Der Schaft ist auch extra breit und extra voluminös gemacht, dass du dort viel Platz hast, viel Komfort hast. Aber die Ferse bleibt schmal. Das heißt, du hast einfach viel Komfort und Luft im Vorfußbereich. Durch die schmale Ferse bleibt der Schuh aber stabil an deinem Fuß und du hast auch ein gutes Gefühl, wenn du gehst, dass du den Fuß oder den Schuh auch gut steuern kannst, dass du immer einen sicheren Tritt hast. Mhm. Der hat auch im Vorfußbereich noch eine Rolle und dadurch rollst du auch vorne sehr, sehr gut ab über diese breite Zehenbox. Mhm, das heißt, Komfort at its best, aber ist nicht zu viel Komfort drin? Das heißt, verliere ich nicht dadurch Stabilität und Halt? Nee, eben nicht, weil dieses System auch durch diese ganze Anordnung der Schnüre und der Nähung und dem ganzen Material die Ferse wirklich schmal bleibt. Mhm. Du hast da wirklich eine gute Führung. Dann sehe ich also einen Schuh mit viel Komfort und einen Berater mit viel Kompetenz. Wenn ihr beides haben wollt, dann geht zu eurem nächsten Sport 2000 Händler in eurer Umgebung.